Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, wir sind ja immer noch unterwegs hier auf Solo-Tour, wartend auf die 1.44 Beta. Was ich eigentlich schlimm finde, ich habe es heute Morgen ganz kurz gesehen, da werden dann reißerische Videos gemacht, oh 1.44, was kommt da und so weiter und so fort und dann eben wieder nur Mutmaßungen. Was man inzwischen auf jeden Fall weiß, ist es, dass wohl unbefestigte Straßen, also das, was außerhalb der Sperrzeichen ist so ungefähr, uiuiui, da hat es gerade geruckelt, dass das wohl drin ist. Ich will mal gleich auf der Straße, auf der Karte gucken, ob es da irgendwo ein Beispiel für gibt. Wir haben es ja hier noch nicht drin, aber ich warte tatsächlich auf die 1.44 und ich freue mich drauf, dann wirklich auch mal Strecken zu erkunden, was wir ja teilweise auch schon gemacht haben. Und zwar ist es so, dass das können wir eigentlich auch gleich mal, das können wir eigentlich gleich auch mal einmal machen, wenn wir so eine Stelle finden. So, grau übrigens, Strecken, die wir noch nicht abgefahren sind oder angeblich noch nicht abgefahren sind, sprich, die wurden im Nachhinein nochmal verändert, verschönert, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie damit wieder den Status erreicht. Du warst noch nicht hier. So, manchmal ist es dann auch so, dass landschaftlich was geändert wird, Gebäude hinzugestellt werden. Wie dem auch sei. So. Lass mich einfach mal hier neben ihn rollen. Ah, da habe ich vorhin noch ein schönes Video gesehen. Profi versus Noob. Das ist so ein Blödsinn, ganz ehrlich. Ich meine, wir sind im Simulator. So, ein Noob würde, ein Noob wohlgemerkt, einer, der das Spiel noch nie gespielt hat, der würde jetzt in dieser Kurve umkippen. Während ein Profi hier natürlich so durchfährt, dass er nicht umkippt. Nee. Ich meine, wenn ich umkippe, war ich einfach zu schnell. Ich sag mal, das passiert. Oder einparken oder sonst irgendwelche Sachen. Da dann direkt zu sagen, oh, das ist ein Noob oder sowas, absoluter Schwachsinn. Sagen wir mal so, es ist ein... Achso, okay. Musste meine Maus weiter. Pass auf, ich zeige euch das mit den Strecken. Jetzt kommen wir wieder von Höcksken aufs Töcksken. Ihr seht, hier wäre normalerweise, das habe ich jetzt durch einen Mod ausgeblendet, eine Barriere. Das heißt, was sind wir überhaupt? Hier geht es eigentlich nicht weiter, zumindest im Moment nicht. So, jetzt könnte es aber so sein, dass SCS sagt, wow, ja, diese Straße hier, das machen wir weiter. Das soll dann wohl in den neuen Karten gestrichelt dargestellt sein. Und die würde zum Beispiel bis nach hier gehen. Oder bis nach hier. Dann wäre das jetzt kein offizieller Weg, sondern ihr könntet den abgrasen. Der Punkt, dass es nicht in der Karte verzeichnet ist, ist dann ja in dem Sinne auch irgendwie wieder blöd. Frage wäre jetzt, wann taucht das Ganze hier auf? Wenn ich auf die Strecke drauf fahre, sagte mir dann, du, boah, eigentlich, hör mal, hast du hier nichts zu suchen. Wir fahren hier einfach mal weiter. Oder ist die Strecke von vornherein als gestrichelt markiert? Dann wäre es aber nicht so, dass sie nicht verzeichnet ist. So sieht das Ganze aus. So, und hier ist das Ganze dann natürlich zu Ende und das würde weitergehen dann natürlich noch. Ne? Also es hört dann hier nicht abrupt auf, sondern diese, ja, nicht verzeichneten Karten enden nicht einfach irgendwo im Nirvana, so wie hier jetzt. Ja, wir fahren mal wieder zurück. All das werden wir natürlich auf der 1.44 Beta sehen. Auch ein Noob fährt über gelbe Ampeln. Ein Profi macht das nicht. Guck mal, es ist ein Simulator. Warum soll ich da nicht mal über eine gelbe Ampel fahren? Oder hier jetzt, ein Profi überholt hier nicht. Das machen nur Noobs.
So ein Quatsch. Ziemlich dämlicher Vergleich, finde ich. Auch ein Profi kann sagen, Mensch, weißt du, im ETS schlage ich mal über die Stränge. Da mache ich das, was ich im realen Leben nicht darf. Deswegen kannst du den nicht als Noob bezeichnen. Bei mir ist es ja auch so, mal so, mal so. Ich versuche immer möglichst flott durchzukommen, dass das in der Realität mit Sicherheit nicht erlaubt ist. Das weiß ich auch. Wenn ich dann dabei umkippe, dann kippe ich eben um. Aber deswegen bin ich doch kein Noob. Oh, sorry, Leute. Da gibt es einige, die haben sehr merkwürdige Vorstellungen, finde ich. Vielleicht haben wir damals zu meiner Zeit... Gott, ich tue es schon, als wenn ich so alt bin. Ich bin sogar gut, ich bin 52, werde bald 53. Vielleicht haben wir damals noch eine andere Denkweise beigebracht bekommen. Ich weiß es nicht. So nach dem Motto, ich bin Profi, ich mache diese Fehler nicht. Und du machst diese Fehler. Und obwohl du seit 10 Jahren das Spiel spielst, bist du ein Noob. Ja. Ein verdammter, dreckiger Noob. Ups. So, hier sind zu sehr. Ich dachte, hier könnte man jetzt schön Slogs drunter, aber es geht hier bergab. Manchmal wollte ich auch etwas komische Ansichten, ja, aber ich glaube, vieles, auch wenn die Leute es nicht glauben, bringt tatsächlich das Sternzeichen mit. Ich habe mal zum Geburtstag, glaube ich, oder zu Weihnachten mal so ein Sternzeichenbuch geschenkt bekommen. Und wenn ich das durchlese, ja, man erkennt sich wieder. Es passt einfach. Es ist so, es passt. Da kannst du sagen, was du willst. Ein Sternzeichen Stier, jetzt könnt ihr euch ausdenken. Bleibt lange ruhig, wenn er ausrastet, geht's los. Manchmal ist diese Schwelle allerdings auch sehr gering. Ein Stier isst nicht, ein Stier frisst. Ja, sofern genug im Kühlschrank drin ist, rein, was reingeht. Ja, aber ansonsten... Stier und Stier, versteht sich. Das ist übrigens auch manchmal... Warte, wenn wir ganz kurz was gucken. Wenn wir hier schon mal sind. Pass mal auf, guck mal. Das wäre meinetwegen so ein Beispiel. Ich meine, diese Strecke ist jetzt hier, wie ihr seht, dies eingezeichnet. Das ist jetzt erstmal nicht das Ding, dies eingezeichnet. Auf der neuen Karte soll es dann wohl so sein, oder ab der 1,44 soll es dann wohl so sein, dass dieses Stück hier zum Beispiel gestrichelt wäre. Das heißt, nicht befestigt... Und eigentlich hast du hier nichts zu suchen, so ungefähr, ne? Das wäre dann so ein Stück, das kann natürlich Asphalt sein, das kann Schotter sein, das kann alles Mögliche sein. So, ich fahre hier jetzt aber auch wieder zurück. Übrigens auch nur ein Noob guckt nicht nach links und nicht nach rechts. Das machen Profis auch nicht. Also, ganz ehrlich. Solche Aussagen finde ich Quatsch. Jeder fährt so, wie er gerne fahren möchte. Und gerade Simulatoren sind ja auch dafür da, dass man sich durchaus mal nicht an irgendwelche Regeln hält. Genauso dies hier an Kreuzung überholen. Ich meine, man sieht es ja in der Realität immer wieder, das ist so. Da biegt einer rechts ab, ordnet sich ein und du fährst einfach links dran vorbei, damit du nicht extra wieder auf die Eisen musst. Ich glaube, es gibt keinen, der das so in der Form noch nicht gemacht hat. Aber dieser Typ in seinem Video bezeichnet diese... Hoppla. Bezeichnet diese Leute dann als Noob. Auch das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist absolut Noob. Noobs bauen Unfälle. Profis machen das nicht. Ja, nun fahr doch mal vorwärts wieder, Mann. Achso, der läuft. Ah! Ein Noob! Die KI ist ein Noob. So. Blödsinn, oder? Ihr seht schon. Ihr wisst, was ich meine. Also ich finde solche Aussagen, keine Ahnung, also wie gesagt, bei Spielen völliger Schwachsinn.
In der Realität würde ich sagen, sieht es anders aus. Ein Beispiel war ja auch, wie man dann in so ein Firmengelände reinkommt und so weiter. Ja, das mache ich teilweise heute noch, weil ich den Winkel zu schwach eingeschlagen habe, beziehungsweise nicht weit genug ausgeholt habe. Passiert leider. Ja, ich kenne jemanden, frisch LKW-Führerschein gemacht und dann zum ersten Mal alleine auf die Piste. Natürlich gleich mit dem Sattelzug, ne? Chef hatte nichts Kleineres da, so ungefähr. Und es passiert natürlich, was passieren musste. Klar, man hat in der Fahrschule gelernt, man hat die Prüfung auch bestanden, fährt dann im Prinzip in eine Stadt rein, will eben abbiegen, da stehen halt Autos an der Seite. Und was passiert? Nicht weit genug ausgeholt und eben mit dem Trailer dann dieses Auto angeschrammt. Da muss man sagen, okay, Anfängerfehler. Das ist dann ein Noob. Aber selbst das kann auch einem Profi passieren. Ja, wir haben ja immer noch diesen Brutal Weather Mod. Guck mal hier, das Stück Kreuzung hier ist auch irgendwie anders als vorher. Da hat wahrscheinlich die Ampel nicht gestanden oder so. Uiuiui. Wir bräuchten eigentlich eine Werkstatt, weil wir sind ziemlich damaged. Wir werden hier, glaube ich, mal was machen. Ich fahre mal hier rum. Guck mal, zwei Stücke an dieser Zufahrt fehlen uns. Auch ein. Guck mal, der ist. Mal ganz ehrlich. Der ist mir jetzt reingefahren. Nee, andersrum. Aber okay, wir sind in der Simulation. Egal. So. Ich hoffe, wir kommen noch so weit, dass wir dann. Ein Noob fährt ohne Blinken auf die Überholspur. Ein Profi tut das nicht. Also ich bin Noob durch und durch, Leute. Nein, ich bin natürlich kein Profi-LKW-Fahrer, aber ich würde mich in diesem Spiel auch nicht als Noob bezeichnen. Ich mache es nur nicht immer so, wie es vorgeschrieben steht in der Straßenverkehrsordnung. Weil ich halt manchmal einfach keinen Bock habe und einfach nur fahren möchte, weißt du? So, aktuell Wasser abgestellt hier bei uns in der Ecke. Das Wasserrohr, was da vor 3 Monaten noch was gebrochen ist, das wird dann heute endlich mal ausgetauscht. Genau, ja, wie gesagt, beim letzten Update war ja die Geschichte mit den Sounds. Es haben wohl angeblich Sounds gefehlt. Also ich persönlich habe es nicht festgestellt. Aber SCS wird wissen, was sie machen. Und wir warten jetzt natürlich auf die 1.44 Beta. Aber wenn ich jetzt hier eine. Kann man eben ganz kurz auf die Karte gucken. Wo ist denn der nächste Ort? Da wäre das nächste Autobahnkreuz. Da ist eine Tankstelle. Hier kommt weit und breit erstmal kein Ort, ne? Wir könnten Folgendes machen. Ich würde, da wir das Stück gefahren sind, würde ich uns einfach mal nach Nürnberg in die Garage teleportieren. Ich glaube, das dürfte die nächste sein, die in der Nähe ist. Und die Wegemarkierung bleibt ja drin. Das machen wir jetzt auch mal und dann reparieren wir. F7, genau. Sofort Werkstatt aufrufen.
Eins zum Abschleppen, ja, mach mal 13 Stunden, ist okay, wir haben ja die Zeit. Aber liebe Leute, in diesem Sinne, wir gucken noch eben, ob wir in Nürnberg gelandet sind. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und für alle, die mich regelmäßig gucken oder auch nicht, klickt auf Abonnieren, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und wir müssten tatsächlich auch schlafen. Und wir gucken mal eben, ob wir in Nürnberg sind. Genau, das war wie erwartet. Und ist der Wegepunkt. Ja, ich denke, da können wir so mit leben. Frankfurt. Für Frankfurt würde ich mir noch einen Flughafen wünschen. Ich glaube, der fehlt da noch. Kann das sein? Ach so, Wartung. Reparieren. Und hier muss auch irgendwo ein Schlafträger sein, den nutzen wir noch eben. Und an der Stelle, tschüss, bis morgen, macht's gut.